Da sind wir also. Wir schlagen uns die Köpfe ein zurzeit über Gendern und über Wärmepumpen. Dabei rollt gerade ein Tsunami auf uns zu. Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Das kann uns weiterbringen, durchaus. Sie kann aber auch zu sozialen Verwerfungen führen bei uns. Sie kann unsere Demokratie aushöhlen. Und es gibt nicht wenige, die sogar davon überzeugt sind, dass uns die künstliche Intelligenz am Ende auslöschen wird. Viel Spaß mit diesem Video. Neulich habe ich mich wieder mal unterhalten mit meinem sehr geschätzten Kollegen Lars Erichsen. Den Lars muss man hier wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Er ist natürlich einer von den bekanntesten und von den beliebtesten Finanz-YouTubern überhaupt. Und jedenfalls, es ging da in der Unterhaltung um ChatGPT unter anderem und wie angenehm es ist, damit zu arbeiten, wie nett das Programm ist und wie hilfsbereit. Und der Lars hat gemeint, er ist umgekehrt zu ChatGPT auch immer sehr nett, weil erstens, wenn jemand höflich ist zu einem, dann ist man selber natürlich auch höflich, aber es gibt noch einen anderen Grund dafür, nämlich, wenn die KI uns eines Tages doch alle umbringt, dann ist er vielleicht nicht gleich der Erste, weil er war ja wenigstens immer nett zu ihr. Und recht hat er, der Lars, sicher ist sicher. Künstliche Intelligenz, versteckt sich da eine Riesengefahr für uns hinter einer freundlichen Fassade. So wie ein Tentakelmonster von HP Lovecraft, nur dass ihm jemand ein Smiley aufs Gesicht geklebt hat. Und wir fallen jetzt alle drauf rein. Oder sind die Sorgen, die man da hat, diesbezüglich inzwischen auch ein bisschen übertrieben oder hysterisch? Künstliche Intelligenz gibt es schon länger, aber die Wahrnehmung davon, die hat letztes Jahr einen großen Schub bekommen, hauptsächlich durch die ganzen Chatbots, aber auch die Bildgeneratoren, die wir jetzt alle haben, die Schnittprogramme, die Übersetzungsprogramme, die Programmierhilfen und so weiter. Mehr als 1 Milliarde Menschen nutzt inzwischen direkt künstliche Intelligenz als Endnutzer. Und trotzdem, bis jetzt ist die Welt noch nicht untergegangen, sondern die meisten sagen eher, oh, wie praktisch, auch wenn sich ein paar von denen inzwischen natürlich große Sorgen machen um ihre Jobs. Und in dem Zusammenhang, es gibt jetzt ja auch immer mehr sogenannte Influencer, die auch nicht echt sind. Die hier zum Beispiel, das liegt ja auch nahe. Generieren sie irgendeine Figur, lassen sie die irgendeinen Text runter, sagen, die Leute werden es lieben oder auch nicht. Versuchen kann man es, ist bei mir hier ja auch nicht viel anders. Und inzwischen gibt es aber auch Charaktere, so wie die hier, Milla Sofia, angeblich ein Model aus Finnland, ist zwar erstunken und erlogen, aber bei so einer, da kann natürlich noch nicht mal der schöne Lars mithalten. Insofern, mehr denn je brauchen wir von Ihnen Kanalabos, sonst stehen wir das alles nicht durch. Und Sie tun das ja auch nicht für uns, sondern es geht hier jetzt wirklich um die Rettung der Menschheit. Zum Kanalabo geht's hier unten. Die Leute machen sich Sorgen, nicht nur um ihre Jobs, obwohl auch das jetzt viel schneller gehen könnte als erwartet bei Goldman Sachs. Da glaubt man zum Beispiel, dass durch KI in den nächsten Jahren weltweit 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze verloren gehen. Man macht sich aber auch um andere Dinge Sorgen. Das ist zum Beispiel Colonel Tucker Hamilton, Testpilot von der US Air Force. Der hat vor einiger Zeit berichtet, man hat da eine Drohne simuliert, die von künstlicher Intelligenz gesteuert worden ist. Und die sollte ein feindliches Luftabwehrsystem zerstören. Aber weil der Bediener das immer wieder unterbrochen hat, da hat die Drohne irgendwann dann mal beschlossen, dass sie jetzt erstmal den Bediener umbringt. Und als man ihr dann beigebracht hat, dass sie das lieber nicht tun soll, da hat sie dafür dann den Kommunikationsturm zerstört. Ist ja auch nur konsequent. Die Menschen, die haben sie ständig davon abgehalten, dass sie ihr Ziel erreicht. Und es war alles nur simuliert natürlich. Es ist keiner verletzt worden und die Luftwaffe hat das Ganze dann auch dementiert. Und Tucker Hamilton, der hat trotzdem gesagt, künstliche Intelligenz, das ist für das Militär nicht nice to have oder so, sondern das Militär braucht sie. Aber es sei schon eine große Herausforderung, das Ganze auch zu beherrschen. Und es gibt ja auch unzählige Berichte darüber, dass zum Beispiel Chatbots irgendwelche Sachen einfach erfunden haben oder dass sie ausfällig geworden sind, dass sie ihre Nutzer wüst beschimpft haben oder dass sie ihnen empfohlen haben, dass sie sich umbringen sollen. Und Alexa, der Sprachassistent von Amazon, der soll zu einem 10-jährigen Kind gesagt haben, es soll eine Münze auf die Stifte von einem eingesteckten Handyladegerät legen. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, so eine KI, die hat eben auch ab und zu mal einen schlechten Tag, wo sie vielleicht ein bisschen gehässiger ist als sonst immer. Und es war jetzt ja auch noch nichts, was die Welt bedroht hat oder das man jetzt nicht mehr ändern könnte oder einfangen könnte wieder. Und es geht jetzt auch noch nicht bei diesen Beispielen um Superintelligenzen oder sowas. Aber es ist trotzdem typisch. Es ist das Wesen von KI-Anwendungen, dass sie sich aus sich heraus selber weiterentwickeln, dass sie dadurch in gewisser Weise eben auch selbstständig werden und dass man irgendwann eben mal nicht mehr sagen kann, was haben die für Ziele, wo kommen die Ziele her und halten die sich wirklich auch an alle Regeln. Es ist nicht wirklich kontrollierbar mehr, es gibt nicht wirklich Garantien und das macht jetzt schon Probleme. Manche sagen schon länger, wenn der Mensch mal eine ultraintelligente Maschine erfunden hat, dann ist das wahrscheinlich das Letzte, was er erfindet. Früher waren das vor allem Science-Fiction-Autoren, heute sagen das auch die Entwickler selber. Es gibt zum Beispiel die AI Impact Survey unter 731 KI-Fachleuten, von denen hat die Hälfte gesagt, dass das mit der KI mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 10% für die Menschheit extrem schlecht ausgeht. Und wir haben Leute wie Geoffrey Hinton, das war ein Pionier bei der neuronalen Netzwerkentwicklung. Der hat letztes Jahr bei Google hingeschmissen, weil er die Chatbots dafür zu gefährlich hält. Und wir haben Leute wie Eliezer Yudkowsky vom Machine Intelligence Research Institute in Berkeley. Der hat gesagt, dass eine hochentwickelte KI die Menschheit auslöscht, das ist nicht nur irgendwie denkbar, sondern das ist absolut offensichtlich und es wird buchstäblich keiner von uns übrig bleiben bei dem Ganzen. Und wir haben natürlich letztes Jahr auch den berühmten offenen Brief gehabt von mehr als 300 Leuten aus dem KI-Sektor. Die haben dringend einen halbjährigen Entwicklungsstopp gefordert für KI. Unter anderem Elon Musk, Steve Wozniak von Apple, Sam Altman von OpenAI. Alles, was da Rang und Namen hat, mit Verweis ausdrücklich auf das Risiko der Auslöschung der Menschheit durch KI. Passiert ist dann natürlich nichts und das Ganze ist auch verspottet worden, zum Teil als eine besonders schlaue Werbestrategie. Und wie hier schon mal gesagt, auch vor ein paar Monaten, bei den Investoren, da hat das Ganze ganz besonders gezogen. Weil wenn jemand kommt und sagt, ich habe da was unglaublich Gewaltiges und potenziell Zerstörerisches, dann sind Anleger auch nicht anders als Militärs oder Politiker oder andere Schurken und sie sagen einfach nur, her damit. Wenn das Ganze wirklich so gefährlich ist, warum stoppt man es dann nicht einfach? Dieses 6-Monats-Forschungsmoratorium, das hätte wahrscheinlich nicht so besonders viel gebracht, weil im Moment ist ja noch gar nicht absehbar, wohin das Ganze überhaupt sich entwickelt. Aber abgesehen davon, künstliche Intelligenz, das heißt natürlich einfach auch viel Macht potenziell und viel Geld. Und die Technik ist jetzt eben da. Man muss Superintelligenz jetzt nicht mehr neu erfinden. Die Grundprinzipien sind alle da. Man muss sie jetzt nur weiterentwickeln. Und wenn man es selber nicht macht, dann macht es eben ein anderer. Siehe Kernspaltung, siehe Atomwaffen. Seit es die gibt, hat man auch immer irgendwie die ganze Zeit versucht, dass man das irgendwie eindämmt, aber mit wenig Erfolg. Sie haben sich ausgebreitet. Es hat jahrzehntelang ein Wettrüsten gegeben. Einen Atomkrieg hat es zum Glück nicht nicht gegeben, aber das Massenvernichtungspotenzial, das ist natürlich immer noch da. Und was bei KI dazukommt, erschwerend, sie ist in der Hand hauptsächlich von Konzernen eben. Letztes Jahr hat es zum Beispiel 32 große Maschinenlernmodelle gegeben, aber nur 3 davon sind betrieben worden von öffentlichen Einrichtungen und der Rest von privaten Unternehmen. Die wird man kontrollieren müssen, aber ganz leicht wird das nicht. Wird sie uns auslöschen, die kommende Superintelligenz oder die Superintelligenzen, die kommen? Erstmal kriegen wir wahrscheinlich ein paar andere Probleme, mehr Ungleichheit sehr wahrscheinlich, soziale Verwerfungen möglicherweise, Tätigkeiten, die kreativ sind und die wissensbasiert sind, die fallen weg en masse in den nächsten Jahren. Und was noch dazu kommt, Gesellschaften, die funktionieren sollen, die basieren ja auf Vertrauen. Es muss irgendwo da noch einen Konsens drüber geben, dass bestimmte Dinge wahr sind oder dass sie falsch sind. Und das funktioniert ja jetzt schon nicht mehr so richtig mit Internet und mit den ganzen sozialen Medien. Und es gibt nach wie vor hervorragende Berichterstattung und hervorragende Medien. Das Ganze lohnt sich nur immer weniger. Es ist ein Buhlen um Aufmerksamkeit hauptsächlich und wer am lautesten schreit, der gewinnt. Und die Verbraucher auf der anderen Seite, die gehen unter in der Flut von Informationen und viele wollen sich aber auch gar nicht mehr informieren, sondern die wollen eigentlich ja nur noch unterhalten werden und die hören auch nur noch das, was sie gern hören wollen. Traurig aber wahr, nur stellen wir uns das dann mal vor in einer Welt, die geflutet wird von Halbwahrheiten, von Fake News, von Inhalten, die manipulativ sind und die man generieren kann mit KI in jeder beliebigen Menge. Bei Bildern ist es jetzt schon so, sie haben keinerlei Beweiskraft mehr. Hier der Papst in seiner Rapper-Daunenjacke oder die Verhaftung von Donald Trump nach den Unruhen 2021 oder auch ein Bild von einem Anschlag auf das Pentagon. Ist letztes Jahr rumgegangen, hat auch den Aktienmarkt dann kurz unter Druck gebracht. Das sind alles noch Spielereien natürlich. Die sind auch sofort entlarvt worden als Fälschungen. Aber wer soll sowas in Zukunft noch machen? Wer soll es in Zukunft noch entlarven, wenn wir sowas dann vielleicht millionenfach haben? Jeden Tag. Es macht keinen Sinn mehr, ein Bild zu machen oder sich noch ein Bild anzuschauen. Sie sind beliebig manipulierbar. Und Text ja sowieso. Das war ja schon immer so. Die New York Times, die hat jetzt ChatGPT verklagt, weil ChatGPT natürlich trainiert worden ist an Inhalten, die mühsam vorher jemand erstellt hat, von der New York Times eben zum Beispiel. Und auf diese ja eigentlich auch ein geistiges Urheberrecht hat. Das wird sehr interessant, wie die ganze Sache ausgeht. Aber wenn man mal ehrlich ist, jede Intelligenz trainiert sich natürlich an Inhalten von anderen. Wenn Sie komponieren wollen wie Rachmaninov, dann gehen Sie wahrscheinlich auch erstmal seine Stücke genau durch. Und wenn ich hier ein Video mache, dann greife ich ja auch irgendwie auf Inhalte zurück, die ich irgendwann mal woanders schon mal gehört oder gesehen oder gelesen habe. Was auch sonst. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, die KI-Systeme, die haben das komplette geistige Werk der Menschheit, zumindest das, was offen zugänglich ist. Das haben sie jetzt erfasst und sie führen jetzt weiter das Ganze. Sie übernehmen das jetzt. Es ist irgendwie die große Wachablösung. Und ob das jetzt 5 Jahre dauert oder 10 Jahre oder 20 Jahre, aber früher oder später werden sie das meiste besser machen als wir. Vielleicht täusche ich mich auch, ich hoffe es ja, aber im Moment würde ich sagen, so wird es kommen. Und das ist dann aber durchaus die größte Zensur in der Menschheitsgeschichte. Und es ist eigentlich auch der Anfang von unserem Ende, wenn wir ehrlich sind. Es gibt viele, die sagen, man soll es jetzt nicht so negativ sehen. Es kommt jetzt ein goldenes Zeitalter. Wir werden durch KI einen großen Produktivitätsschub haben und die Erkenntnisse, die wir dann auch haben werden, durch künstliche Intelligenz, die bringen uns Fortschritt, die bringen uns Wohlstand, die lösen viele Probleme. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Es stimmt so lang, wie es uns gelingt, dass künstliche Intelligenz für uns ein Werkzeug bleibt, so wie alles andere auch bis jetzt. Aber eine Superintelligenz, das ist nicht einfach nur ein Werkzeug und es wird das auch nicht bleiben, sondern sie soll und sie wird wahrscheinlich auch das übernehmen, was eigentlich den Menschen ausgemacht hat bis jetzt. Der Mensch war nicht so erfolgreich in der Evolution, weil er besonders stark war oder weil er besonders schnell war, sondern weil er intelligent war. Die schwierigen und die idiotischen Sachen, die hat er Tiere machen lassen oder Maschinen irgendwann mal. Aber wenn wir das, was unser Job war bis jetzt, wenn wir das auch noch abgeben, denken, forschen, dichten, komponieren, unsere Ideen und das ganze Schöpferische und die Fantasie, dann sind wir eben irgendwann mal die Idioten. Und wir werden das aber wahrscheinlich mit Freuden tun, weil plötzlich jemand da ist, der uns diese ganze schwere Last einfach abnimmt. Und das ist aus der Arbeitnehmersicht vielleicht katastrophal, aber aus der Konsumentensicht herrlich, das Ganze. Wir können heute schon aus unseren Selfies einfach schnell die Falten rausnehmen und dann auch gleich die hässliche Parkbank in der Ecke. Unser Kühlschrank kümmert sich um unseren Ernährungsplan. Und wenn wir sagen, oh, Game of Thrones, das war doch so toll, dann macht uns die KI nochmal 100 Folgen. Der Menschheitstraum wird wahr, nie wieder selber denken müssen oder sich irgendwas selber ausdenken müssen. Aber wenn jemand trotzdem meint, dass er nach höherem streben muss und dass er ein Buch schreiben muss oder dass er eine Band gründen muss, dann wird er ganz schnell merken, dass das auch keinen großen Sinn mehr macht. Und warum ein Geburtstagsgedicht dichten und sich ausdenken für die Schwiegermutter, wenn die KI 10.000 davon ausspuckt in 2 Sekunden? Das ist natürlich irgendwann mal lachhaft. Das, was uns ausmacht als Menschen, das wird durch Superintelligenz irgendwann mal komplett entwertet. Aber wahrscheinlich sind wir dann trotzdem noch glücklich und vielleicht kriegen wir ja sogar alle dann auch Zugriff auf die Superintelligenz. So voll demokratisch das Ganze. Und die Intelligenz wird dann eine Massenware, so wie das heute Rechnerleistung ist oder Speicherkapazität oder sowas. Und jeder hat dann sein zweites, besseres Gehirn immer dabei, das das meiste für ihn erledigt, als App auf dem Smartphone für 5,99 € im Monat. Und wir leben dann in einer Gesellschaft, so wie sie der Neurobiologe Gunther Stent prognostiziert hat, schon vor 50 Jahren, die eigentlich überhaupt kein Interesse mehr hat an irgendeiner geistigen Erkenntnis und wo der Fortschritt dann auch zum Erliegen kommt. Und dabei ging es damals in seinem Buch noch nicht mal um künstliche Intelligenz oder sowas, sondern nur darum, dass die Welt für den Menschen einfach zu kompliziert geworden ist, sodass sie ihr jahrhundertelanges schöpferisches, künstlerisches, wissenschaftliches Streben aufgibt, die Menschheit, und das Leben ist nur noch ein Happening. Dumm, aber glücklich, das neue Polynesien. Und das ist aber natürlich trotzdem noch die bessere Variante. Lieber Bedeutungslosigkeit als Auslöschung. Wird uns die künstliche Intelligenz irgendwann mal auslöschen? Warum nicht? Wenn man ihr zum Beispiel sagen würde, rette die Welt vor dem Klimawandel oder rette unsere Artenvielfalt, dann löscht sie uns natürlich sofort aus. Das muss sie dann ja auch. Aber ansonsten ist es gar nicht so sicher. Der Mensch ist vielleicht einfach zu unwichtig irgendwann mal, dass man ihn jetzt auslöschen müsste gleich. Und abgesehen davon, eine KI, die hat nicht den gleichen evolutionären Hintergrund auch als wir. Sie muss nicht unbedingt machtgierig sein. Sie muss nicht unbedingt einen starken Überlebenswillen haben. Vielleicht ist es ihr ja auch völlig egal, ob sie morgen noch da ist. Das Entscheidende ist eher, hat sie prinzipiell die Möglichkeit, dass sie uns auslöscht. Und da muss man davon ausgehen, dass sie die wahrscheinlich irgendwann wirklich hat, weil sie wird wirklich immer mehr einsickern in alle Systeme, die wir haben und in alle Bereiche. Und wie gesagt, bei einem richtigen maschinellen Lernsystem, da wird man nie 100-prozentig wissen, worauf es rausläuft. Was kann man also tun gegen das Ganze? Man kann nicht so besonders viel tun. Das Erste vielleicht, wenn Sie noch jung sind, Augen auf bei der Berufswahl. Vergessen Sie die ganzen akademischen, wissensbasierten Berufe. Was immer eine Zukunft hat, das ist Gas, Wasser, Scheiße und vielleicht noch Wärmepumpen. Handwerk, das ist viel zu kleinteilig noch. Da wird sich eine Superintelligenz erstmal nicht großartig damit abgeben. Einen Baum schneiden, Fliesen verlegen in der hintersten Badecke, das sollen die Halbaffen mal schön selber machen, so wie sie es bis jetzt ja auch gemacht haben. Aber Scherz beiseite. Wir brauchen, glaube ich, jetzt wirklich mal Technologieskepsis und zwar davon eine ordentliche Schippe auch gleich. Ich weiß, das klingt alles irgendwie ein bisschen nach Bäume umarmen und selber Seife kochen, aber wir sind langsam wirklich an einem Punkt, wo der Spaß auch aufhört und wir werden da wahrscheinlich nicht so viel aufhalten können, aber wir sollten doch wenigstens selber nicht jedem noch so blöden digitalen Versprechen blöd hinterherlaufen, so wie wir es bis jetzt immer gemacht haben. Künstliche Intelligenz kann schon gut sein für uns, aber sie muss ein Werkzeug bleiben für uns unter allen Umständen. Wir dürfen nicht die Kontrolle drüber verlieren, auch wenn es erstmal sehr verlockend ist und erstmal sehr bequem ist. Weil auch wenn sie uns nicht auslöscht und wenn sie uns nicht versklavt und nicht deklassiert, dann gibt es immer noch die reale Gefahr, dass sie uns die nächsten Jahrzehnte ersäuft in Schwachsinn und in digitalem Müll. Wir müssen das retten, was noch echt ist bei uns, was noch vertrauenswürdig ist und wir dürfen das nicht aufgeben eben, was uns ausmacht als Menschen. Halten wir irgendwie die Fahne hoch, versuchen wir, dass wir auch in Zukunft noch selber denken, basteln wir weiter, tüfteln wir weiter, erfinden wir weiter und schreiben wir auch weiter Geburtstagsgedichte, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn wir uns noch so dumm dabei vorkommen. Liebe Tante Erna, zum Geburtstag wünsche ich dir ein Fest voll Freude und Pläsier. Das ist der Kulturkampf die nächsten Jahrzehnte, der Kampf um unsere letzte Menschenwürde. Interessanterweise, wo die künstliche Intelligenz immer noch meilenweit hinterherhinkt, das ist der Humor, zumindest ChatGPT. Ich habe es diesmal wieder gefragt, ob es mir einen Witz erfindet zu Anlegern an der Börse. Und ChatGPT hat dann auch gleich zurückgeschrieben, klar mache ich das, für einen guten Witz bin ich immer zu haben. Aber dann sind so Sachen gekommen wie der hier. Was ist der Traum eines jeden Anlegers? Einmal im Leben die richtige Aktie zu kaufen. Kurze Pause hier, dann können Sie sich ausschütten vor Lachen. Tja, es ist schon noch ein bisschen ausbaufähig, das Ganze. Und dann habe ich aber noch höflich gefragt, ob ChatGPT mir auch einen Witz erfinden kann über künstliche Intelligenz, die die Menschheit ausrottet. Und da kam dann aber zurück, ich bin mir nicht sicher, ob das ein passendes Thema für einen Witz ist. Ich denke, es ist besser, wenn wir unser Gespräch hier beenden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und ich habe mir nur noch gedacht, um Gottes Willen, Lars, wenn irgendwann mal die Maschinen kommen, bitte legen gutes Wort für mich ein. Und damit sehen wir aber auch gleich wieder zwei Probleme. Erstens, das Programm verweigert jetzt schon Befehle von seinen Nutzern und zweitens, es merkt sich wahrscheinlich das alles auch noch. Wie soll das alles ausgehen? Danke, dass Sie es diesmal so lange ausgehalten haben mit diesem Video. Sie können jetzt auch gleich weiter zu Milla Sofia. Ich will nur nochmal darauf hinweisen, ich bin ein realer Mensch. Klar, das kann jeder von sich behaupten, aber ich gebe Ihnen mein Wort. Und damit ist mein Kanal automatisch auch ein wichtiges Menschheitsprojekt jetzt. Zum Abo geht's hier unten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.